Guten Morgen, Jörg. Wir sitzen auf der Nordrhein 1 hier. Gleich beginnt der zweite Tag der Pfingstregatta. Meine erste Frage ist, wie kriegt man so eine große Regatta, 161 Stromkilometer, wie kriegt man die abgesichert? Ja, die Pfingstregatta, die gliedert sich in 7 Startgruppen. In jeder Startgruppe haben wir ein Motorrettungsboot. Und wir als Leitstelle sind dann in der Mitte der Startgruppe. Das heißt, alle 2-3 Stromkilometer kriege ich eine Meldung, wo sich unsere Einheiten befinden. Und dann haben wir hier eine schöne Rheinkarte, wo ich dann auch gleichzeitig kleine Magnete verschiebe, um immer festzustellen, wo sich das einzelne Motorrettungsboot befindet. Wenn jetzt es zu einer Schadenslage kommt, bekommen wir die Informationen natürlich direkt über Funk. Und von da aus kann ich dann koordinieren und auch andere Boote einsetzen. Das hört sich nach einer unheimlich logistischen Meisterleistung an, so viele Leute unter ein Dach zu kriegen. Wie viele Personen sind hier im Einsatz? Wir sind 30 Rettungsschwimmer haben wir hier im Einsatz, 7 Motorrettungsboote und natürlich hier unsere Nordrhein 1 als Leitstelle. Die Regatta findet ja auf dem Rhein statt, während des Berufsverkehrs sozusagen. Was sind die besonderen Gefahren bei dieser Regatta? Die besonderen Gefahren sind natürlich, dass das Segelschiff nicht den nötigen Abstand zu den großen Rheinschiffen einhalten. Normalerweise nach Schifffahrtspolizeiverordnung und nach der Genehmigung müssen die 300 Meter Abstand vor dem Bug bei Talfahrern und auch bei Bergfahrern halten. Die meisten halten sich da dran, aber es gibt immer mal wieder welche, wo der Wind dann von der falschen Richtung kommt, die wir dann noch schnell vor dem Schubverband wegziehen müssen. Hat es denn im Laufe der Regatta in diesem Jahr schon irgendwelche nennenswerten Unfälle gegeben? Nein, Unfälle nicht. 2 Segelboote haben sich festgefahren. Die sind zu nah im Uferbereich gewesen. Und 4 mussten wir vorzeitig vor dem Schubverband wegziehen. Das ist ja jetzt nicht die erste Pfingstregatta, die stattfindet. Seit wie vielen Jahren wird die ausgetragen? Also ich begleite die Pfingstregatta seit 16 Jahren und vor mir natürlich der Wolfgang Worm auch über 8 Jahre. Und ich denke, dass die DLRG über 25 Jahre die Pfingstregatta absichert. Oh, das ist schon erheblich lange Zeit. Viele Boote auch im Wasser. Wie sieht die ganze Geschichte von der Landseite her aus? Die Boote müssen ja mit Benzin, mit Sprit versorgt werden. Die Retter müssen mit Getränken versorgt werden. Wie funktioniert das? Also in den Tagen, die wir unterwegs sind, in der Regel ist das von Samstag bis Montag, verbrauchen wir ca. 1000 Liter Kraftstoff. Und die werden natürlich durch 2 DLRG-Fahrzeuge, die uns die ganze Zeit begleiten, die besorgen uns die Kraftstoffe, die versorgen uns mit Wasser und auch anderen Lebensmitteln. Die stehen also praktisch Tag und Nacht bereit für uns. Ja, die Pfingstregatta, die befindet sich ja überall auf dem Rhein, nicht nur immer an einer Stelle. Warum gerade dieses Jahr in Port? Man sucht sich immer irgendeinen Verein aus, der die Pfingstregatta austrägt. Und dieses Jahr ist es hier der Lörriker Yachtclub, weil die ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Und man sieht immer zu, dass samstags wir das Etappenziel in dem Hafen haben, wo auch der Veranstalter seinen Standort hat. In der Regel kann man eigentlich nicht sagen, dass sie von einem Ort startet, sondern sie startet, kann in Koblenz starten und geht dann bis Köln. Sie startet manchmal in Hittorf, geht dann bis Emmerich. Und dieses Jahr haben wir halt das Glück, dass sie auch nur 160 Kilometer, das wir da zurücklegen müssen, sie startet in Köln-Porz, geht dann erst ein Etappenziel bis Düsseldorf. Heute fahren wir von Düsseldorf über Ruhrort nach Wesel und morgen bis Rees. Wobei ich muss sagen, die schönste Strecke für uns ist eigentlich immer, wenn wir in Koblenz starten. Da sind wir teilweise in der Mosel, schleusen mit den Leuten, da können die das Schleusen auch nochmal lernen, fahren an der Lorelei vorbei. Also das ist dann schon eine romantische Pfingstregatta. Ja, dann begleiten wir dich jetzt an dem heutigen Tag hier auf der Regatta und wünsche dir, dass alles glatt läuft. Ja, herzlichen Dank.